Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 in England. So, ich habe den Zug gerade mal runtergestellt auf 2 Minuten warten. Machen wir jetzt einen Kloß im Hals, Mensch. Weil er sieht, da sind schon 45 Leute drin. Oder wartet er immer, bis er jetzt voll ist? Hat irgendwas falsch eingestellt? Vollladen. Vollladen jede Fracht, nur entladen. Laden, wenn vorhanden, vollladen einer Fracht. Also maximal jetzt 2 Minuten warten. Aber in 3 Leuten fährt er ja, weil der Zug dann voll ist. Und dann gibt es hier hinten natürlich dann gleich auf einmal richtig Rambazamba. Aber 2 Minuten müsste eigentlich jetzt mal langsam rum sein. Na, komm. Was ist dein Plan? Wir kommen nochmal zwei. Eine. Kommt da gerade kein Zug. Jetzt kommt hier wieder einer. Da wird bestimmt nochmal einer dabei sein, aber das war natürlich jetzt nicht der Plan, dass die jetzt hier Ewigkeiten rumsteht. Das war jetzt nicht der Plan. Weil die 2 Minuten sind locker rum. Die Folge läuft jetzt schon 1 Minute 30. Ich habe das bestimmt 3-4 Minuten vorher gemacht. So sollte das eigentlich nicht sein. Ja, jetzt kommen sie. Jetzt dann gleich los. Zack. War jetzt aber länger als 2 Minuten, mein Freund. Zack, 20.000 gibt es dafür. So, jetzt wartet er hier wahrscheinlich auch, bis sie wieder voll sind, wa? Na gut, aber jetzt gibt es halt einmal gleich so eine richtige Ladung. Für den hier, der kommt nämlich jetzt gerade an. Ach, wir nehmen die auch alle mit. Ne. Hat er nicht alle mitgenommen. 5 Dödel, du. Kamen 53 Leute, jetzt mal ein bisschen gewartet. So, jetzt kommen für mich nochmal 5. Ah, jetzt fährt er. Aha, gut. Jetzt hat er 2 Minuten gewartet. Und es sind 23 Passagiere. Alles klar. Gut, jetzt funktioniert das. So haben wir das vorgestellt. 40 Leute. Ja. So, und ich hatte ja gesagt, ich baue eventuell jetzt hier eine Buslinie oder eine Tramlinie nach Wilton. Machen wir natürlich nicht. Ich trottel. Aber wir haben ja hier noch genug Gleise. Das sind ja alles jeweils ein Gleis. Und hier haben wir auch noch 3. Also ich würde jetzt mit dem nächsten über Milton gehen. Ja, keine Ahnung, wir nehmen jetzt Birmingham mit. Birmingham, Wellspool und dann die ganze bis nach Milford Haven. Wäre natürlich eine mega lange Strecke, ne? Oder machen wir hier erstmal noch die Nummer, die zweite Linie, die jetzt über Hungerford, Bristol nach Cardiff oder auch bis nach Milford Haven geht. Man weiß es halt nicht, wie wir das machen wollen. Wir müssen natürlich jetzt in Oxford, müssen wir noch eine Buslinie gerade reinzimmern. Oder? Hm. Sollten wir mal schon noch machen, ne? Ploppen wir hier mal gerade schnell eine Buslinie rein. Geht ja. Das geht ja ruckzuck. Was die Stadt dann hier irgendwann mal vorhat. So. Terminal hin, irgendwo hier, da, ist schön. Das ist jetzt Oxford, ne? Oxford. Oxford Bus. Oxford Bus. Vielleicht gibt es einen Pling, meine Freunde. Und eines Videos werde ich gerendert. Ob es einen Pling gibt. Ein Pling? Ja, es gab einen Pling. Vielleicht habt ihr das gehört. So, zack. Zack. So, oh, ich habe 2 Volvos. Zack und gib ihm.
Oxford Bus. So, oder wir gehen erstmal jetzt hier noch mit dem anderen weiter, der hier schon rausgeht. Da würde ich dann über Cambridge, Norwich bis nach Cromer gehen. Und da habe ich schon, da möchte ich gerne die X-Wagen nehmen. Ich glaube, das machen wir jetzt. Wir bauen die Linie weiter. Kann sich dann jetzt hier auch einmal schön aufteilen. Hier haben wir nämlich schon die, hier haben wir nämlich jetzt schon die 160er Gleise. Dann wird jetzt hier auch weiter bauen. Zack. Man muss das eigentlich sein. Na doch, das ist ganz schön steil, ne? Nee, das gefällt mir nicht. Kann ein bisschen flacher werden. Nein, ich habe nicht angeschlossen. Na, sieht das schon besser aus. Hier hat jetzt irgendwie so einen komischen Knick drin, ne? Weil die Weiche auch so ein Gefälle, das mag er nicht so gerne. Genau wie auf der Seite. Oder mal gucken. Das ist ein ganz guter Zug. So, Cambridge. Cambridge, wo möchtest du denn gerne deinen Bahnhof haben? Cambridge, was möchtest du für einen Bahnhof haben? Der wird ein bisschen länger, weil ich halt die X-Wagen fahren lassen möchte. Obwohl die Strecke nicht so lang ist, aber egal. 180 Meter. Wir bauen uns mal kurz einen zusammen, damit ich weiß, wie lang der wird. So, elektrisch. Brauchen wir den hier. Pasagaya. Haben wir hier. Das nimmt dann am meisten Leute mit. 22, okay, alles ist scheißegal. Kommen dann bestimmt wieder welche irgendwie, die sagen, hey, das war jetzt aber falsch. 104 Leute. War eigentlich ganz schick. Er hatte mehr Wagen oder wie auch immer. Das mag sein, meine Freunde. Ich weiß es aber aus dem Kopf nicht. Ich glaube, die ganzen Wagen, da kackt das Spiel bei ab. Ich würde es ja gerne mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es geht. Jetzt haben wir 104 der Linie. Kostet mich der Zug jetzt? Doch, da ist er ja. 2,5 Millionen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Werde ich auch nur 2 oder 3 von einsetzen. Mal gucken, fährt 140. Ach, wie lang war der jetzt? Na doch, dann reichen ja 180 Meter langer Bahnhof, ne? Das reicht, sehr schön. Das könnte man hier vielleicht schon wieder nehmen. Weil der nämlich von hier oben nicht gut runterkommt. Genau. Ja, das wird definitiv nicht funktionieren. Das muss ich erstmal gerade weg. Dann möchte ich mal was Schönes bauen. So. Naja. Mal sehen, wie schön es letztendlich wird. Weil ihr kennt ja selber das Problem hier mit Brücken bauen und so. Ist jetzt nicht unbedingt das Tollste hier in dem Spiel. Ich könnte es schon fast so machen. Warum eigentlich nicht? Nur einmal andere Straßengänge ranmachen. Oh, geht doch. Wo ist da hinten meine Strecke? Einen kleinen Tunnel, das ist in Ordnung. Aber ich möchte nicht zu viele Tunnel, daher sieht das nämlich nicht mehr aus. Oh nee.
Machen wir noch eine kleine Brücke. Muss natürlich nachher alles noch schön machen. Aber für die heutige Folge möchte ich die Linie gerne in Betrieb nehmen. Und dann natürlich erstmal alles nachher läuft, dann kann man ja richtig schön schön bauen. Ich will noch einen Betriebshof bauen. Ach, ihr wisst das ja alle, ne? Wie mal das so vorhab. Genau wie in der letzten Season, aber diesmal möchte ich, dass auch irgendwo mal alles klappt. Und ich nicht ständig irgendwie neu anfangen muss oder so. Und da habe ich ja keinen Bock mehr drauf. Norwich. Ich kann auch überlegen, ob man eine Busverbindung macht zwischen Norwich und Lowestoft. Weil, jetzt müssen die Leute ja auch loslaufen, wenn die hier nach Norwich wollen, erstmal nach London und wieder zurückfahren. Ja. Gut, wäre mir ehrlich gesagt auch egal, aber. Naja, gut. Was haben wir denn hier? Den habe ich auch noch nie genommen. Hm, der passt jetzt hier wohl nicht wirklich hin. Irgendwas mit dem Dach bauen. Nice Typ. Okay, wollen wir nicht. 100. Na, lassen wir das mal so. Auch kein Dach. Ansteig Plattform Richtung. Wer hatte denn hier das Dach? Der auch nicht. Hier hätte bestimmt das Dach, ne? Jetzt haben wir hier mal 4 Gleise. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Brocken hier, das Ding. Aber cool ist es. Keine Frage. Das ist 180, das ist 180 Meter Standard. Oberleitung, ja. Gut. Cambridge. Nee. Doch, ab nach Cambridge. Schön eben hier. Einigermaßen eben. Schön durch den Wald fahren. Und ich finde die Strecke gar nicht schlecht. Diese Bahndämme auf jeden Fall einigermaßen vermeiden. So, jetzt muss er hier oben drauf. Zack. Geht auch mit dem Bahndamm, okay. Wollen wir hinnehmen. So. Zack, auch angeschlossen. Dann, jetzt geht's noch bis nach Oma oder Korma. Kroma. Wird dann die S4 London Kroma. Bahnhof. Da brauchen wir jetzt mal einen Kopfbahnhof wieder. 160 Meter. Ne, die wollen schon 180 Meter haben, ne? Aber das geht, das kriege ich nicht hin. 180. 200 nehmen. Macht ja auch nichts. Jetzt hier noch eine Straße hinpflanzen. Zack. Wenn das jetzt geht, das wäre natürlich nice. Ah, geht natürlich nicht. Das war ja klar, dass das nicht geht, ne? Aber wenn wir die hier so ein bisschen weiter nach unten ziehen. So vielleicht. Ich glaube, wir kriegen keinen Brückenpfeiler hin, ne? Doch. Aha, wie geil. Das ist cool. Das gefällt mir. Mal wieder zu normal wechseln. Das ist cool. Da müssen wir hin, da müssen wir hin. Ja, komm zurück.
So, meine Freunde. Wird eine gute Strecke. Zack. Zack. Und drauf da. Gut. 15 Minuten. Sollten wir vielleicht gerade so schaffen. Ein Einfahrtssignal. Okay, Streckensignale. Wir haben erstmal nur zwei oder gleich drei von den Zügen drauf fahren lassen sollen. Weiß es nicht. Die Strecke ist ja schon ein bisschen lang, ne? Meint ihr? Kann ich natürlich jetzt nicht hören. Ich tendiere gerade zu drei. Der Strecke nur zwei Züge. Nee, da machen wir drei hin. Aber ganz safe drei. So. Der Seite. So, hier kommt jetzt ein Depot hin. Ein Depot. Perfekt. So, da ein Depot hin. Und dann müssten wir im Prinzip ja hier noch ein Depot machen, eins in jede Richtung. Das reiße ich dann aber definitiv wieder ab, weil das gefällt mir dann hier überhaupt nicht. So. Depot, zack. So. Natürlich jetzt die Städte noch nicht mit Bussen so versorgt. Das werde ich dann wieder im Offscreen machen. Aber wir machen jetzt mal die Linie. Das ist dann einmal die S4 London Roma. Farbe kriegt die so ein Orange, weil es ist ja schließlich. Ah, jetzt haben wir da schon Orange. Und die umändern. Genau, dann nehmen wir die S2, die ändern wir dann um in kann man jetzt so unterscheiden, ne? Ja, doch, das kann man unterscheiden, das ist in Ordnung. Wie sieht es mit den Linien aus? Immer noch 300.000 plus? Ja, wir machen schon kräftig Minus immer. Dann gleich mit den nächsten Zügen. Und der wartet hier oben einfach mal viel zu lange. Was stimmt da nicht? Oder normal fahren. Ist mir egal, dann das klappt irgendwie nicht so richtig. So. Na gut, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal drei von den Zügen. Wir bauen zwei mit dem Triebwagen vorne und einen mit dem Triebwagen. Zwei mit dem Triebwagen vorne. Einer mit der Lok vorne. So, was haben wir denn hier? Das ist einmal die von 1981 gewesen. Und die ist von 86. Nehmen wir die von 86. Zack, 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 zack. Zack. Und die Lok. Zack. So. Also das war der. Dann kann der weg. Aber noch einen anderen. Das waren die 96, das war nochmal reine Ruhe. Könnte man im Notfall auch nehmen, ne? Wenn ich immer die gleichen nehme, aber die sind jetzt 10 Jahre jünger. Im Prinzip sind das die gleichen Wagen mit den gleichen Leuten. Ach du, dann bringen wir ein bisschen farbliche Abwechslung da rein. Oder was sagt ihr dazu?
So. Jetzt einen Wagen mehr. 4, 5. Aber genauso, wir können halt ein paar Leute mehr transportieren. Oh, mein Glück. So, elektrisch. Da würde ich dann halt die... Wenn der eh nur 100... Wie schnell kann der jetzt fahren? 140, dann würde ich hier die 140er nehmen. Ursprünglich günstige Regionalzüge. Ja, passt doch. Zack. So. Haben wir den auch? Zack. Zack. Okay, wir können das Spiel einmal auf Pause machen. Dann einmal los. Einmal los. So, und dann brauchen wir hinten jetzt noch einen. So. Einmal den orangenen. Elektrisch. Mit der 111. Hat jetzt nur rot 111, jetzt habe ich da halt eine 114 vorgehangen, aber das ist ja auch egal. So. Weiter. Zack, 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 zack. Und den Schlusswagen. Zack. Und 26, perfekt. Und auch auf die Linie. Gut, welcher Linie wollen wir folgen? Wenn ich einen Zug. Da will ich mich auch schon mal verabschieden. Und dann gönnen wir uns jetzt einmal noch die Zugfahrt. Aber nur nach Minden rein. Also dann mit dem Zug hier. Weil der Rest ist noch nicht schön geworden. Oh ja, dieses huckige Dingsums hier, das muss verschwindet auf mich wieder, wenn ich das wieder wegreiße. Oh, da kommen wir schon ganz schön hoch, ja. Jo, und wieder runter unter der Hochspannungsleitung. Verleitung natürlich. Gut, meine Freunde, dann lasse ich die Zeit jetzt einmal laufen, bis wir in London sind. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann halt wieder in 2 Tagen einschalten würdet. Bis dahin, haut rein, ciao. Ja, also irgendwie passt diese Kameraposition nicht so ganz. Na gut, meine Freunde, bis dann. Ciao.